Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu meiner ersten Real-Life-Story. Ja, Real-Life-Story, ich habe mal gedacht, ich mache auch mal sowas. Und bei mir sind es nicht diese erfundenen Geschichten und übertriebenen Geschichten wie bei anderen, sondern bei mir sind es so, ja, schöne Sachen, ne? Kleinigkeiten, nicht diese Hammer-Stories, die ja natürlich wieder ein bisschen übertrieben sind, wie zum Beispiel, ich habe 20 Mädchen gebumst oder so, was natürlich in meinen Augen natürlich wieder total übertrieben ist. Namen nennen wir in dieser Stelle natürlich keine. Ja, meine Real-Life-Story fängt an, dass ich mir ja eine PS4 gekauft habe. So, alles gut und schön. Und wie ihr wisst, habe ich mir die weiße PS4 gekauft. Und die PS4 war für mich eigentlich lange Zeit überhaupt kein Thema. Ich habe gesagt, nein, PS4, nein, danke. Dann musste natürlich wieder Rockstar, vielen Dank Rockstar dafür, den First-Person-Trailer für GTA 5 rausbringen. Und ich war so hin und weg und bin es immer noch, wenn ich das hier so zocke. Da habe ich mir überlegt, hey, GTA 5 kommt auf den Next-Gen-Konsolen in First-Person. Da muss ich doch zuschlagen. Dann habe ich mir halt die PS4 gekauft, wegen GTA 5. Habe mir das Call of Duty Advanced Warfare gekauft und dann GTA 5 ein paar Tage später. So, ihr wisst ja alle, da gibt es dieses PS4-Mikrofon und das ist ein richtig cooles Ding, muss ich sagen. Nur es passt nie richtig in das Ohr rein. Ich denke mal, ihr habt das gleiche Problem, dass am Anfang habe ich das da reingedrückt in mein Ohr. Es ging nicht in mein Ohr rein. Es hat, aber naja, ich habe irgendwie reingekriegt, es hat sich angepasst. Auf jeden Fall, das PS4-Mikro ist eine richtig coole Sache. Man gewöhnt sich dran, nur an einer Seite den Ton zu hören. Auf jeden Fall, ein paar Wochen, eine Woche später, ne, nach vielen GTA 5-Videos, lege ich mal meinen Controller auf den Boden. Das mache ich eigentlich sonst nie, sondern eigentlich lege ich ihn immer gleich auf die PS4-Konsole. Aber ich habe ihn an dem Tag auf den Boden gelegt. Das war übrigens heute, gell? Ich weiß noch nicht, wenn ich es hochlade. Auf jeden Fall habe ich es dann auf den Boden gelegt, das Mikro schön auf dem Boden, schön getarnt, ne? Dieses kleine PS4-Mikro. Und ich trete natürlich auf diesen komischen Ohrstöpsel drauf. Ja, genau. Was hast du gemacht? Bum, bum, platsch, platsch, platsch. Das Ding war kaputt. Ich kann nichts mehr an diesem Mikro hören. So, nur noch eins funktioniert und das muss ich wirklich sagen, ist eine coole Sache. Und zwar ist es das, das Mikro, was eingebaut ist. Das funktioniert noch. Das ist noch 3-4 cm unten dran. Das habe ich nicht tot gedrückt mit meinem Kochschuh, mit meinem Stahlkappenschuh. Bin natürlich da drauf getreten. Puff, kaputt. Scheiße. Ich habe mich wieder geärgert. Aber naja, wenigstens geht das Mikrofon. Und genau, ich nehme jetzt gerade mit dem kaputten PS4-Mikro auf. Aber ist eine Hammer-Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist eine Hammer-Sache. Ist mal was anderes. Aber das war so eine kleine Real-Life-Story, die wirklich so zugetragen ist. Genau so passiert ist. Jo, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kleine Real-Life-Story. Und ihr wollt mehr sehen. Ja. Das kann ich euch natürlich nicht versprechen, da ich nur die Live-Stories nehme, die mir auch wirklich passiert sind. Und erstmal muss mal was passieren, bevor ich eine neue Real-Life-Story mache. Ich könnte natürlich auch sagen, ich wurde von Aliens entführt. Aber ich denke mal, das wird ein bisschen, ja, oder ich habe 20 Frauen gebumst. Aber hey, ich denke Ehrlichkeit, hört man schon raus. Moin moin, und das war ehrlich. So, jetzt werde ich noch eine kleine Explosion für euch zaubern. Und den Mann auf der Bank killen. Ne, machen wir mal einen Doppelkill. Granate kochen und... Moin, moin!